Abend, meine Damen und Herren. Für das nun folgende Programm bitte ich einen Augenblick um Ihre Aufmerksamkeit. Für das nun folgende Programm bitte ich um Ihre Aufmerksamkeit. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Entschuldigung, ich kann ein Buch nicht finden. Was? Die Bücher sind ja völlig ungeordnet. Was soll das heißen? Sind doch alle bestens geordnet. Hier sind alle roten Bücher, dort hinten alle blauen und dort drüben alle grünen. Soll das heißen, Sie haben die Bücher nach Farben sortiert? Ich sieht doch sehr hübsch aus, finden Sie nicht? Ah ja, hübsch aussehen tut schon, nur wenn man ein Buch sucht, da hilft das wenig. Ja, welches Buch hätten Sie denn gern? Heiße Spuren von Meyer Karl. Heiße Spuren von Meyer Karl. Gleich Meyer Karl, da haben wir es ja. Es ist ein grünes Buch, es steht dort drüben bei den Grünen. Aber da stehen tausende von grünen Büchern. Natürlich haben wir die Bücher unterteilt. Ach so, Gott sei Dank. Die großen Bücher finden Sie oben und die kleinen unten. Die großen oben und die kleinen unten? Ja, ist es nun ein kleines oder ein großes Buch? Ja, woher soll ich das wissen? Sie sind nicht sehr hilfreich. Also das ist doch wirklich unerhört. Ich soll nicht sehr hilfreich sein? Wie soll man denn bei Ihnen ein Buch finden, wenn... Ich habe gerade heute Morgen ein Buch gefunden, auf Anhieb. Ach nee. Und was war das bitte für ein Buch? Ein kleines rotes. Ich bin weder an der Farbe noch an der Größe eines Buches speziell interessiert. In dem Fall haben wir Kopien von allen Büchern im ersten Stock. Nicht geordnet nach Farben und Größe? Nein. Sehr gut. Dann können Sie mir jetzt sicher auch verraten, wo ich im ersten Stock eine Kopie von Meyers Heiße Sporen finde. Ein Western? Ja. Ist es ein dünner oder ein dicker Western? Wie? Die dicken finden Sie auf der linken Seite, die dünnen auf der rechten. Also sowas gibt's ja nicht. Grüne Bücher, große Bücher, dünne Bücher. Jetzt hören Sie endlich mal auf mit Ihrem Heck-Meck. Heck-Meck, Hecke, Heckenschütze, Heck-Meck. Kuno oder Walter Heck-Meck? Ihr System meine ich. Absoluter Heck-Meck. Bisher hat sich noch niemand beschwert. Aber ich beschwere mich. Ich wäre Ihnen wirklich sehr dankbar, wenn Sie mir sagen würden, wo Meyers heiße Sporen sind. Momentchen mal, ja? Guten Tag, Fräulein Brösel. Nun, wie hat Ihnen das Buch gefallen? Ach, es war herrlich. Die aufregendste Liebesgeschichte, die ich je gelesen habe. Oh, beide waren so leidenschaftlich. Jedes Mal, wenn sie beisammen waren, hat er sie... Ah, und sie war so... Oh, und ständig haben sie... Ah, oh, er hat einfach nicht von ihr lassen können. Sie kam immer wieder zu ihm. Oh, und er war einfach so... Oh. Welches Buch wollen Sie denn? Ich glaube, ich nehme das dicke Blaue. Psst. Können Sie mal aufhören damit? Sie sollen mal damit aufhören! Was ist los? Reden Sie mit mir? Mit wem denn sonst? Hören Sie auf mit dem Gesumme! Ich soll aufhören zu zoomen? Ja! Haben Sie eben zu Herrn Orlowski gesagt, dass er aufhören soll zu summen? Wenn das Herr Orlowski ist, ja. Das Gesumme geht mir auf die Nerven. Na, Mause, Sie mir erst recht. Ich? Ja, Sie. Ich bin nur hierher gekommen, um Herrn Orlowski zu erleben. Aber er ruiniert doch den Mozart. Ich muss Ihnen da energisch widersprechen. Ich war schon immer der Ansicht, dass Orlowskis Summen in Mozarts Werk eine ganz neue Dimension eröffnet. Ich würde sogar noch weitergehen. Meiner Ansicht nach stellt das Summen eine Ebene geistigen Bewusstseins dar, die Mozart ein ganzes Leben lang gesucht hat und die heute erst durch Herrn Orlowski aufgedeckt wird. Hören Sie, ich bin 7000 Kilometer geflogen, um Mr. Orlowski Summen zu hören. Darum möchte ich Sie bitten, still zu sein. Genau, ganz meine Meinung. Bitte halten Sie jetzt die Klappe. Entschuldigung, aber ich habe ja nicht geahnt. Oh je, jetzt haben wir so viel versäumt. Weiß Gott, eine unglückliche Unterbrechung.
Aber jetzt der Händel. Und jetzt wird mich Fräulein von Kirchberger begleiten. Hallo? Guten Morgen. Guten Morgen, Sie wünschen? Haben Sie Schisslaving? Bitte. Ich brauche dringend eine Dose Schisslaving. Ich habe nämlich etwas Quarkspeise auf meine neue Hose gekleckert und meine Frau sagt, das geht nur mit Schisslaving weg. Aber hören Sie mal, das ist doch nur so ein Ausdruck eben. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, Schisslaving ist eine Redensart, wie wupptig oder ruckzuck. Nein, 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 nein. Schisslaving muss es geben, wenn meine Frau das doch sagt. Ach, Blödsinn. Na, hören Sie mal, ich komme doch hier nicht in Ihren Laden rein, fragen nach Schisslaving, wenn es das Zeug überhaupt nicht gibt. Wofür halten Sie mich eigentlich? Für einen Idioten? Allerdings. Mein Lieber, passen Sie ja gut auf, was Sie da sagen. Ja, schließlich ist der Kunde König. Und jetzt verkaufen Sie mir endlich das Schisslaving. Es gibt kein Schisslaving, glauben Sie mir. Gut, gut, Sie haben ja recht. Warum haben Sie dann danach gefragt? Tja, das ist ebenso meine diskrete Art, mich langsam an das Thema heranzuschlängeln, weswegen ich hier reingekommen bin. Nämlich Sie zu fragen, ob Sie zufällig eine Packung... Packung was bitte? Eine Packung mit, Sie wissen schon, drin. Mit was drin? Na, Sie wissen schon, eben mit den Dingsbums. Was? Die Dingsbums eben. Was für Dingsbums? Na ja, die Dingens eben. Verstehe ich nicht. Ich habe hunderte von Packungen. Überall sind irgendwelche Dingens drin. Es gibt Dingens und es gibt Dingsbums und ich will Dingsbums. Ja, 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 ja. Also gut, passen Sie auf, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich lege jetzt einen Geldschein hierher, ja? Dann drehe ich mich mit dem Rücken zu Ihnen und tue so, als ob ich auf jemanden warte. Und inzwischen schieben Sie mir eine Packung Dingsbums in die Manteltasche, ja? Und danach machen wir beide so, als ob überhaupt nichts geschehen wäre. Na, meinetwegen. Ist ja wie bei James Bond. Genau. Wo ist das Wechselgeld? Wechselgeld? Was denn für Wechselgeld? Na, für die Dingsbums, die Sie mir gerade verkauft haben. Ich soll Ihnen Dingsbums verkauft haben? Wovon reden Sie? Sie mieser Kerl, Sie! Rücken Sie sofort das Wechselgeld heraus! Ach, wissen Sie, wenn Sie nichts kaufen wollen, mein Herr, muss ich Sie doch mit aller Höflichkeit bitten, mein Geschäft sofort zu verlassen. Also gut. Ich gehe und ich betrete diesen Laden nie mehr. Sie werden dann schon sehen, was Sie davon haben und was Ihnen an Geschäften entgeht, wenn ich meine Dingsbums woanders kaufe. Ich werde es überleben. Sagen Sie, Sie gehen doch jetzt nach Hause zu Ihrer Frau. Ja, warum? Schnapp! Was ist denn das? Eine Dose Schisslaving für die Hose. Kuttlich, Franz Kuttlich, da sind wir wohl Zimmergenossen, was? Ja, Blaschke, Leonardo Blaschke. Ja, ich weiß, warum Sie mich so anstarren. Eine schreckliche Farbe, nicht? Naja, sie ist ziemlich ungewöhnlich. Tja, das ist einer der beiden Nachteile meiner Erfindung. Haarwurzelaktivator, ein unglaubliches Zeug. Leider werden die Haare rosa. Und was ist Ihre Erfindung? Das hier. Wegfix macht unsichtbar. Ach, wirklich? Ja, man sprüht es, wissen Sie? Bisher wirkt es allerdings nur 30 Sekunden lang. Das ist einer der beiden Nachteile. Fantastisch. Ja, ich glaube, es ist Zeit für den nächsten Schluck. Sie trinken es? Ja, es schmeckt wie Birnenschnaps. Ach, lieber Kollege, können Sie mir mal einen Gefallen tun? Mir ein Glas zurechtmachen. Ich muss mal schnell für kleine Mädchen ein Glas von dem und ein Teelöffel Wasser. Ein Glas von dem und ein Teelöffel Wasser. Das hat's aber in sich, was da ist doch.
bisschen mehr drin als nur ein Teelöffel von dem Zeug. Sie haben gesagt, ein Glas davon und ein Teelöffel Wasser. Habe ich das gesagt? Oh je, es ist ja genau umgekehrt. Na, mach nichts. Ich kann es kaum erwarten, Ihre Erfindung zu sehen. Wissen Sie was? Ich habe eine Idee. Zuerst mache ich sie unsichtbar und dann rufe ich das Zimmermädchen. Das gefällt mir. Ja, so, Sie stellen sich jetzt da drüben hin, ungefähr 2 Meter weit weg. Ja, jetzt geht's los. Sehen Sie, jetzt sind Sie unsichtbar. Achtung, sie kommt. Sie haben geklingelt? Ich hätte gerne etwas zum Naschen. Ja, wenn Sie da gerne ein kleines... Wie bitte? Also, Sie können da entweder ein... Oder... Stimmt irgendetwas nicht? Nicht so seltsam. Ich gehe lieber... Hey, weg da! Das war knapp, mein Lieber. Jeden Augenblick werden Sie wieder sichtbar werden. Das ist ja total verrückt. Ihr Haar aber auch. Ja. Das muss die Überdosis gewesen sein. Macht nichts. Das kann man ja wieder abschneiden. Kommen Sie, machen wir weiter mit dem Spray. Stellen Sie sich dorthin. Einmalig. Wo sind Sie? Ist da jemand? Ist das der Mann? Nein, nein, das ist er nicht. Das war ein, so ein Kleiner mit ganz normalem Haar. Das Mädchen sagt, sie habe etwas gefühlt hier in diesem Zimmer. Vielleicht war es eine elektrostatische Entladung. Sowas passiert manchmal bei diesem Kunststoffteppich. Ich bitte Sie, seien Sie nicht lächerlich. Eine elektrostatische Entladung fühlt man nicht am... Au! Wie können Sie es wagen? Sie sind genau wie alle anderen. Ich könnte nicht... Gib Augenblick! Ist lustig, was? Die tollste Erfindung, die ich je gesehen habe. Sie werden sicher den ersten Preis gewinnen. Aber die Ihre ist auch nicht vom Pappe. Ich habe noch nie in meinem Leben Haare so schnell wachsen sehen. Übrigens, Sie haben gesagt, Ihre Erfindung hat 2 Nachteile. Was ist der 2. Nachteil? Bei einem großen Schock können einem plötzlich alle Haare ausfallen. Und was ist der 2. Nachteil Ihrer Erfindung? Das will ich Ihnen sagen. Wegfix bringt die Moleküle im Körper in einen sehr labilen Zustand. Wenn man es zu oft macht, kann man explodieren. Oje, was ist denn zu oft? Keine Ahnung. Ich habe noch nicht alle Experimente. Verzeihung, mein Herr, würde es Ihnen etwas ausmachen, diesen Tisch mit jemandem zu teilen? Keineswegs. Danke sehr. Was gibt's denn? Die Nachbarn reden über uns. Was tratschen Sie denn? Sie sagen, du hältst ja nebenbei noch einen Liebhaber. Lächerlich. Wo soll ich denn hier einen Liebhaber hier haben? Was weiß ich, aus dem Schrank vielleicht. Mensch Gott, jetzt spinn hier nicht rum. Ich hab doch nichts mit dem Liebhaber am Hut. Und was war mit Arthur Grabowski? Arthur Grabowski? Das war vor 12 Jahren. Jetzt hör auf mit dem Quatsch und fütter endlich den Hund. Den Hund füttern, das ist das Einzige, wozu ich gut bin. Wach auf, du Schlappschwanz. Nenn ihn nicht Schlappschwanz, das mag er nicht gern. Na los, Faultier. Jetzt gibt's Fressi, Fressi. Hol dir deinen Hundekuchen. Er mag keinen Hundekuchen. Gib ihm was Anständiges. Was Anständiges? Weißt du, was er gestern gefressen hat? Gulaschsuppe, Wiener Schnitzel mit Bratkartoffel, Schokoladenpudding mit Eierlikör. Hast du gesehen, wie er seinen dicken Kopf schüttelt bei Eierlikör? Ich sagte, der Hund ist ein Alkoholiker. So ein Blödsinn. Alles in Ordnung? Mit dir und mir? Hilde? Natürlich ist alles in Ordnung. Wo soll ich denn hier in Steglitz einen Liebhaber herkriegen? Alles klar, mein Hildchen. Hey, du blöde Töne, lass das, der ist ja eifersüchtig. Spinn doch nicht rum, das ist doch ein Hund. Hör auf, dich zu kratzen, Bobby! Hm.
Irgendwas an dem Hund ist seltsam. Was meinst du damit? Mit dem Viech? Stimmt was nicht, ich sage es dir. Ja, was soll denn da nicht stimmen? Schon vor 12 Jahren habe ich gedacht, der ist nicht wie andere Hunde. Und nimm zum Beispiel letzten Donnerstag. Da habe ich ihn erwischt, wie er im Schaukelstuhl saß und die Morgenpost liest. Was war letzten Weihnachten? Hat er ständig seine Pfote um dich gelegt. Ist doch klar. Er hatte zu viel dunkles Bier, Intus. Moment mal, er hat doch ständig seine Pfote um dich gelegt. Der Waldi legt doch seine Pfote auch nicht um die Bertha. Für den kleinen Dackel ist die Bertha viel zu dick. Rauch lieber noch eine. Nee. Der Hund kommt so teuer, da kann ich mir das Rauchen nicht mehr leisten. Irgendwas ist hier faul. Vielleicht liegt es daran, dass Bobby noch nicht kastriert ist. Hey! Siehst du das? Der Hund raucht ja eine Zigarette. Na und? Kannst du dich nicht an den Hund in sowas erinnern? Der konnte sogar Bratwurst sagen. Morgen geh mit dem zum Tierarzt. Kommt gar nicht in Frage. Zum Tierarzt gehe ich nicht. Hast du das gehört? Der Hund redet ja. Haha, habe ich doch gleich gesagt, da stimmt was nicht. Arthur Grabowski. Sowas? Du hast dir also 12 Jahre lang deine Pfoten an Hilda gerieben. Wenn ich auf Arbeit war, um dein Hundefraß zu verdienen. Glaub ja nicht, dass das ein Spaß war. 12 Jahre lang. Bobby, wo ist das Stöckchen? Fang das Stöckchen, such das Stöckchen, bring mir das Stöckchen. 12 Jahre lang bin ich mit dir durch den Stadtpark. Morgens, mittags, abends. Na und, meinst du, dass das für mich ein Vergnügen war bei jedem Wetter? Ich habe ja mehr kalte Füße gehabt als du warmes Essen. Ich sehe mal nach dem Kater. Ihr regelt es schon. Ha! Jetzt habe ich euch durchschaut. Kannst gleich abdrücken. Und den Gummiknochen kannst du auch gleich mitnehmen. Von wegen. Nicht mit mir. Wenn du nicht sofort gehorchst, gehst ab ins Tierheim. Ja, überleg dir das genau. Ich weiß alles von dir und Nelly Giesebusch. Nelly Giesebusch? Jetzt stell dich bloß nicht dumm, ja? Jeden Freitag, wenn Hilda zu ihrem Kaffeekränzchen war, wer lag hier vor dem Sofa mit dem stinkigen alten Knochen? Ich. Und wer saß bequem auf dem Sofa mit Nelly Giesebusch im Arm? Du. Also gut. Gerechtigkeit muss sein. Du kannst hierbleiben und tun und lassen, was du willst. Nur tu mir einen Gefallen. Bleib für die Nachbarn weiter ein Hund. Okay, und jetzt meine Bedingung. Keine Ausflüge mehr zur Hundeschau. 7 Mal sind wir da gewesen. Und was ist dabei für mich herausgesprungen? Ein mistiger 12. Platz. Ja, immerhin hat Jürgen Roland deinen Kopf gestreichelt. Und keine Eifersucht. Keine Eifersucht. Leben und leben lassen. Leg deine Pfote auf meine Hand. Na, seid ihr euch schließlich einig geworden? Ende gut, alles gut. Miau, miau. Gibt's noch was von dem Schokoladenpudding mit Eierlikör? Sitzt da jemand? Seien Sie doch still, ich versuche mir diesen Film anzusehen. Entschuldigung.
den habe ich schon gesehen. Ich kenne ihn, den habe ich schon gesehen. Ich sagte, ich habe ihn schon gesehen, den Film. Ich habe soeben gesagt, dass ich den Film schon gesehen habe. Sehen Sie das dunkelhaarige Mädchen da oben, die so ein bisschen aussieht wie Audrey Hepburn? Sehen Sie sie? Nein, nein, schauen Sie nicht mich an. Da oben ist sie. Sehen Sie? Natürlich sehe ich sie. Die wird ganz fies ermordet, mit einer Strumpfhose erdrosselt. Mussten Sie das ausgerechnet jetzt sagen? Oh Gott, entschuldigen bitte, ich habe nicht gewusst, dass Sie eine von denen sind, die nicht wissen wollen, wie es weitergeht. Allerdings, genau so einer bin ich. Dann bitte ich Sie um Verzeihung. Aber so wichtig war es auch wieder nicht, wissen Sie. Es hat überhaupt keinen Einfluss auf die Handlung. Also, wollen wir so sagen, es verdirbt Ihnen den Film nicht. Ich sagte, es verdirbt Ihnen den Film nicht. Ich hab es gehört. Es hätte Ihnen aber den Film verdorben, wenn ich Ihnen gesagt hätte, dass der Kerl, mit dem sie zusammen ist, erstochen wird in der Badewanne. Und das kommt ziemlich überraschend. Nicht mehr. Wieso? Sie haben es mir doch gerade eben gesagt. Sie haben es mir doch schon gesagt, Sie Pfeife. Schon gut, schon gut, schon gut. Seien Sie aber ruhig, ja? Ich werde mucksmäuschen still sein. So, als ob ich gar nicht hier wäre. Ist das ein Leberfleck? Ob das ein Leberfleck ist auf Ihrer Hand? Sieht aus wie ein Fragezeichen. Ist das einer oder nicht? Ist das nun ein Leberfleck auf Ihrer Hand, der wie ein Fragezeichen aussieht? Und wenn es nun einer wäre, was dann? Der hat genauso einen. Der hat einen Leberfleck, genau wie Sie. Wer der? Der Mann, der gleich aus dem Flugzeug geschleudert werden wird, wenn die Bombe explodiert. Er landet auf einer Flutwelle, schwimmt zur Küste und schafft es. Beinahe. Da wird er vom Hai gefressen. Danke, vielen Dank. War mir ein Vergnügen. Sie sind sich doch wohl hoffentlich darüber im Klaren, dass Sie mir den Film völlig versaut haben. Entschuldigung. Aber machen Sie sich darüber keine Gedanken. Sowieso ein schlechter Film, sehr durchschaubar. Sie wären besser zu Hause geblieben, hätten das Buch gelesen. Lassen Sie mal sehen. Die Leiche im Briefkasten. Das ist ein sehr gutes Buch, sehr gutes Buch. Sie werden bis ganz zum Schluss gespannt sein, wer der Täter ist. Es ist der Gärtner. Sie werden doch jetzt nicht schon gehen wollen. Allerdings. Ärgern Sie sich nicht, wenn Sie nach Hause kommen. Ihre Frau hat Lammbraten mit Rosenkohl und Salzkartoffeln gekocht. Die Salzkartoffeln sind angebrannt, der Rosenkohl ist zermanscht und der Lammbraten zäh. Und nehmen Sie sich für später nichts vor. Ihre Frau wird nämlich Migräne haben. Tag. Tag. Haben Sie so einfache Kameras, wo alles so idiotensicher ist? Aber selbstverständlich, meine Herren. Diese hier kann ich Ihnen wirklich empfehlen. Absolut idiotensicher. Ah, ja, genau das Richtige. Genau so was suche ich. Ich bin nämlich ein kompletter Idiot. Dann bin ich ganz sicher, dass sie für Sie richtig ist. Aha, und was soll die kosten? 49,99. 49,99, Moment, 50, hier stimmt so. Danke sehr. Ja. Die ist doch nicht idiotensicher. Warum machen Sie das? Ich habe Ihnen nur gesagt, dass ich kein Idiot bin. Die ist nicht idiotensicher. Sie haben mir gesagt, die ist idiotensicher. Sie haben gelogen, ich will mein Geld zurückhaben. Also hören Sie mal, idiotensicher heißt doch nicht... Ich will mein Geld zurückhaben. Will eine Kamera haben, die ich auf den Boden schmeißen kann und die trotzdem schöne Bilder macht. Also ich glaube, jetzt habe ich genau das Richtige für Sie. Ja. Na ja, was kostet die? Die kostet gar nichts, können Sie ganz umsonst haben. Ja, das ist aber sehr großzügig von Ihnen. Ja, die ist idiotensicher, die nehme ich, fantastisch. Vielen Dank. Sie haben mir nicht zufällig den Ziegelstein verkauft und erzählen mir, das ist eine richtige Kamera, bloß weil ich ein kompletter Idiot bin. Gottes Willen, nein, mein Herr, ich bitte Sie, das würde ich doch niemals wagen. Nein, nein, es ist wirklich eine Kamera, sie ist absolut idiotensicher und sie gehört Ihnen. Sie werden sehr viel Freude damit haben. Auf Wiedersehen. Hätten Sie was dagegen, wenn ich schnell mal, bevor ich gehe, ein Foto von Ihnen mache? Nein, natürlich nicht. Ich freue mich darüber. Bitte machen Sie nur. Gucken Sie einfach oben über die Kamera rüber, ja, und dann drücken Sie einfach die Kamera. Einfach drücken. Lächeln, lächeln Sie. Tschüss.
Sehr schön. Sie sind prima getroffen, Meister.